Meine Damen und Herren, bevor ich zu den Ergebnissen der Zusammenkunft der Regierungschefin und Regierungschefs der Länder mit dem Bundeskanzler komme, möchte ich ganz kurz meine Bestürzung zum Ausdruck bringen über einen Vorfall, den es am Nachmittag in Heidelberg gegeben hat. Dort hat ein Amokläufer an der Universität das Feuer auf Studierende eröffnet und mehrere Menschen verletzt. Eine Studentin ist, so wird berichtet, inzwischen ihren schweren Verletzungen erlegen. Der Täter soll sich danach selbst erschossen haben. Es zerreißt mir das Herz, solch eine Nachricht zu erfahren. Mein Beileid ist bei den Angehörigen und den Opfern und natürlich bei den Studentinnen und Studenten der Universität Heidelberg.